Die Fans freuen sich schon auf den Morgen. Ja, was wird die Fans morgen erwarten? Morgen 8 Uhr Boxen, in der Schwede wieder Boxen. Und ich bin gut vorbereitet. Wir waren in Mallorca im Trainingslager und haben sehr, sehr gute Sparren gehabt und eine gute Vorbereitung gehabt. Das ist ein Abschluss für dieses Jahr. Sie kamen hier hoffentlich nächstes Jahr keine Standpunkte für die Weltmeisterschaft. Wo wird der Kampf übertragen morgen? Morgen wird der Kampf auf YouTube übertragen, auf Argon Sport. Fängt ab 18 Uhr an, die ersten Kämpfe. Mein Kampf wird ungefähr ab 22 Uhr starten. Okay. Was kennst du mit dem Gegner, vielleicht sagen? Der Gegner, den habe ich schon gesehen, der hat gegen Hero Matariosa schon geboxt gehabt. Hero hat den dritten vorzeitig besiegt. Und genau, das weiß ich von denen. Ich war ja selber dabei auch in der Ecke. Und jeder Gegner ist schwer im Kampf. Muss erstmal reinkommen. Ich unterschätze niemanden. Das sollte auch jemand machen, das ist der Fall. Ich unterschätze deswegen. Ich will das. Viele fragen sich natürlich, wann können Sie in die WM boxen? Das frage ich mich schon seit 2 Jahren, das weiß ich noch nicht. Also, wir müssen erst mal abwarten, was Charlo und Tim Zul machen jetzt im Januar. Wir boxen die miteinander und danach wissen wir mehr, wann ich genau boxe. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall im Mai ungefähr stattfinden. Sie haben aber sehr viel Geduld. Also ich muss warten, was soll ich machen, deswegen versuche ich immer trotzdem zu kämpfen. Ja, ich versuche zu kämpfen und mich fit zu halten und das ist die Hauptsache. Also ich fühle mich gut, ich bin zwar 35 Jahre alt, aber ich fühle mich fit und ich bin sehr motiviert. Aber Sie fangen auch schon an parallel zu trainieren, ne? Dass Sie halt auch andere Boxer betreuen. Ich betreue auch hier bei Argon Sport auch ganz andere Boxer auch. Ich bin auch als Trainer dann tätig, wenn ich nicht boxe. Macht mir immer viel Spaß. Und, trotzdem freue ich mich immer noch meine Karriere. Ich will Weltmeister werden und Weltmeister auch boxen. Und der nächste Schritt ist halt nächstes Jahr. Das wird halt ein Zwischenstopp sein, aber ich will niemanden unterschätzen. Deswegen ist es Boxen. Ein Schlag kann immer vorbei sein und deswegen werde ich am Samstag, also morgen Abend, werde ich alles tun. Aber eigentlich, wenn der Kampf jetzt im Januar vorbei ist, muss es kein eliminierter Kampf geben. Also Sie können eigentlich gleich gegen Weltmeister boxen, ne? Genau, ich gehe davon aus, dass dass ich gegen die Nummer 1 boxe, der IBF, dann direkt in die Weltmeisterschaft geht. Das wird dann entweder in Deutschland oder in Amerika stattfinden. Da wird dadurch aber noch auch alles noch versteigert, mit Kampfversteigerung geben. Und das wird alles im nächsten Jahr passieren. Und deswegen halte ich mich fit. Ich bin motiviert und das Beste brauche. Wie haben Sie das dieses Jahr erlebt? Was war für Sie bisher in diesem Jahr Kampf des Jahres? Kampf des Jahres fand ich zum Beispiel den Kampf Björn Schicke. Sein letzter Kampf in Überzahl gegen den Armenier, den besser ein guter Kampf war. Ich war dabei, ich war sehr, sehr spannend gewesen, auf Augenhöhe beide. Beide waren fast am Verlieren und am Ende hat Björn Schicke gewonnen und das war für mich einer. Sogar, ich meine, der ist bei mir in Dragon Sport, ein Freund von mir. Ich finde trotzdem, das gehört ein Kampf des Jahres. Dann wünsche ich Ihnen morgen viel Glück und dass Sie doch vielleicht im nächsten Jahr blond werden und um die WM boxen können. Genau, danke schön. Sie erwarten schon einen spannenden Kampf. Der Gegner hat Power, ist groß, ist stabil. Und ich versuche den Kampf einfach nicht über die Bühne zu bringen und einfach dann weiterzukommen. Ja. Welche Ziele haben Sie für nächstes Jahr? Auf jeden Fall auf Bühne kämpfen. Welche Ziele muss man noch herausfinden, aber auf jeden Fall für den Kampf. Und gegen von morgen, haben Sie sich hinter deine Kämpfe angeschaut? Ja, haben wir schon analysiert. Der Gegner geht nach vorne, drückt zu, steckt viele Hände. Aber wir haben schon den richtigen Plan. Und beim Sieg haben Sie schon da geplant, was da möglich ist, doch im nächsten Kampf? Also geplant ist nächster Kampf, hoffentlich ein Siegkampf. Mal schauen, wie sich das alles ergibt. Genau.